Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen was erzählen über den brandneuen Tolino, der jetzt neulich hier bei mir einziehen durfte und einfach so ein bisschen über das Thema E-Reader sprechen, vielleicht gerade für diejenigen, die sich noch nicht so sicher sind, ob es sich für sie persönlich lohnt, vielleicht sich einen E-Reader anzuschaffen und vor allem dann auch welchen. Ich will euch außerdem auch zeigen, was für E-Books ich gerade lese. Da habe ich nämlich gerade jetzt zwei neue angefangen und zwei neue mir gekauft und bin ganz, ganz froh, die lesen zu können, weil ich die beide schon sehr, sehr lange lesen wollte und jetzt ist es endlich soweit. Darum soll es heute so ein bisschen gehen. Außerdem möchte ich euch noch von Tolino die neueste Funktion vorstellen, eine ziemlich, ziemlich coole Funktion nämlich. Dazu aber später mehr. Erstmal allgemein ein bisschen was zu meinem Tolino. Ich zeige euch den einmal hier. Ich habe den Tolino Shine 3 jetzt kürzlich erst bei mir eingezogen hier und ich finde, der ist super kompakt. Der hat eine super Größe auch, wie ich finde. Er schläft gerade. Wie süß. Und ja, also das ist so ein bisschen... Die Oberfläche hier ist sehr, sehr... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es liegt halt sehr gut in der Hand. Es ist sehr griffig irgendwie beim Lesen. Also es ist nicht so, dass er, keine Ahnung, aus den Händen rutscht oder so. Es lässt sich einfach gut anfassen. Und ich finde auch die Größe sehr, sehr gut und sehr kompakt eben. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv. Ich habe gelesen, dass auf dieses Gerät einfach Platz ist für bis zu 6.000 E-Books, was einfach so krass ist. Ich meine, wenn man wirklich richtige physische Bücher zu Hause hätte, wäre das wirklich schon so eine kleine Bibliothek, wenn man sich das einfach mal vorstellt, 6.000 Bücher. Die passen alle hier auf dieses kleine Gerät, was mich immer noch so fassungslos macht irgendwie, dass es so technisch möglich ist. Und ja, alle, die schon E-Reader haben schon länger, die wissen wahrscheinlich auch, dass die Akkus extrem leistungsfähig sind. Also tatsächlich, auch wenn ihr viel lest und euren E-Reader täglich in Gebrauch habt, kann der Akku wochenlang halten. Also das ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel einem Handy oder so. Das ist nochmal eine ganz andere Liga und macht das natürlich auch sehr, sehr angenehm einfach. Was auch cool ist und was mir auch sehr zugute kommt oder was eine tolle Funktion für mich ist, ist, dass ich gern abends im Bett nochmal lese und dann nicht so gerne irgendwie das Licht nochmal extra anmachen möchte. Und da gibt es halt auch hier für den Tolino oder vom Tolino ein Leselicht nachts. Also das wird dann runtergedimmt oder gedämmt und dann könnt ihr eben, ja, ideal eure E-Books auch nachts lesen. Ganz easy. Also auch ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe vor allem... Ich meine, es liegt ja auf der Hand, die Vorteile von E-Readern. Ich habe vor allem, als ich in Neuseeland noch war, die 6 Monate, hatte ich auch einen E-Reader dabei und habe da so ein bisschen so die E-Book-Liebe für mich auch entdeckt, weil ich zugegebenermaßen auch sagen muss, vorher war das bei mir gar nicht so krass mit den E-Books. Also da habe ich dann immer ein richtiges Buch bevorzugt und dass ich das auch wirklich in der Hand halten konnte und Seiten umblättern konnte, am Buch riechen konnte, wer kennt's nicht. Und ja, aber seitdem ich in Neuseeland war, habe ich das wirklich für mich entdeckt und auch die Vorteile natürlich entdeckt, dass man ja immer so viele Bücher gleichzeitig dabei haben kann quasi und nicht alles mit sich rumschleppen muss. Gerade wenn man eben auf Reisen ist oder unterwegs, ist das wirklich ein großer Vorteil. Wie gesagt, das habe ich dann in Neuseeland auch sehr oft benutzt und da war der E-Reader halt immer dabei und immer am Start und hat einfach gut getan, dass man irgendwie immer dadurch so ein bisschen Lesestoff auch dabei hatte und es einem nicht ausging. Und ja, gerade irgendwie, wenn du eh schon mit deinem Backpack, der so gefühlt 15 Kilo wiegt, unterwegs bist, dann ist das natürlich, das brauche ich gar nicht sagen, echt eine Erleichterung, wenn man da nicht auch noch 10.000 Bücher mitschleppen muss. Ganz klar. Deshalb ja, hat er mir auf der Reise wirklich sehr gut weitergeholfen. Ja, eben, wie auch eben schon gesagt, dass ihr theoretisch bis zu 6.000 Bücher hier, oder dass bis zu 6.000 Bücher hier auf dem Gerät Platz finden, ist natürlich auch echt krass. Und ja, wenn ihr euch Bücher kauft hier im Shop, gerade heute Morgen ja noch gemacht habt, ihr habt die E-Books natürlich dann auch sofort abrufbereit. Das heißt, ihr müsst nicht warten, wenn ihr irgendwie im Internet bestellt oder so, bis das Buch dann bei euch da ist oder keine Ahnung. Ihr könnt sofort loslegen, sofort lesen und ja, das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Genau, dann zu den E-Books, die ich gerade lese. Das sind 2 hier auf dem Tolino. Und zwar einmal, vielleicht kennen das vielleicht die einen oder anderen von euch schon, ist das Die Nanny von Jillie Macmillan. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen in der Kamera hier. Und ja, hier steht schon drauf, nervenzerreißend von der ersten bis zur letzten Seite. Und genau sowas hoffe ich mir auch oder denke ich mir auch so ein bisschen von dem Buch. Wer weiß, mal sehen. Ja, es geht hier um ein kleines Mädchen, was eben mit einer Nanny aufwächst. Und eines Tages verschwindet diese Nanny. Und
Oh Gott, ich glaube, hier ist gerade ein Vogel runtergefallen. Ich sehe das gerade. Oh mein Gott. Ich gucke nur gerade raus und sehe so, wie irgendwas Schwarzes runterfällt von meinem Dach hier. Ob ich mal nachgucken sollte. Auf jeden Fall weiter im Takt. Ja, genau. Wo war ich denn jetzt? Die Nanny verschwindet auf jeden Fall eines Tages. Und es wird davon ausgegangen, dass sie eben, ja, einen Unfall hatte oder einfach... Ja, man weiß es nicht genau. Man geht aber irgendwie von einem Verbrechen aus. Und ein paar Jahre später oder auch viele Jahre später, das Mädchen ist mittlerweile erwachsen, klingelt an der Tür einfach eine Frau und die behauptet eben, diese Nanny zu sein. Obwohl sie ja eigentlich, ja, tot sein sollte oder keine Ahnung, niemand weiß, was mit ihr ist. Ja, und dann beginnt natürlich eine Suche, beziehungsweise, ja, doch, die Suche nach Antworten, was damals wirklich passiert und... Ja, was steckt dahinter? Super spannend, wie ich finde. Ich bin jetzt gerade auf Seite 50, also habe heute Morgen reingelesen und bin jetzt schon so weit und muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir echt gut. Also so viel ist jetzt noch nicht passiert, aber nichtsdestotrotz kann ich das bisher echt empfehlen. Ihr wisst ja, ich liebe Thriller, keine Frage. Und ja, ansonsten, da habe ich noch nicht reingelesen, aber es hat mich einfach angesprochen, weil es das, glaube ich, für 1,99 heute gab. Im Angebot Winterzauber in New York von Julia Kastein. Ich glaube, das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß es gar nicht genau. Klingt einfach toll. Also es soll so ein weihnachtlicher New Adult Roman sein, der ja dann in New York eben spielt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es perfekt ist jetzt eben für die Weihnachtszeit und für die Weihnachtsstimmung. Und ich freue mich da riesig drauf. Ihr wisst ja, ich liebe alle Geschichten, die irgendwie so im Entferntesten mit New York oder Manhattan zu tun haben. Und deshalb freue ich mich da wirklich riesig, ja, auf diese Geschichte. Also bin da ganz, ganz gespannt. So viel erstmal dazu, zu meinen aktuellen Leseplänen hier auf dem Tolino. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde wahrscheinlich auch nochmal im Shop ein bisschen rumstöbern jetzt. Mal gucken, was es da noch so gibt. Aber was ich euch auch noch erzählen wollte, und da habe ich euch bereits auch in meinem Insta-Posting von vor ein paar Tagen von erzählt, ist die neue Funktion, die es jetzt für den Tolino gibt. Und zwar, glaube ich, seit Mitte Oktober ungefähr. Und zwar heißt diese neue Funktion Family Sharing. Ich blende euch mal ein Video dafür ein, weil ich glaube, das ist jetzt hier, wenn ich das so zeigen würde, ein bisschen kompliziert und ein bisschen so, dass man nicht wirklich was erkennt. Auf jeden Fall ist Family Sharing erstmal ganz kurz... Ja, eine ziemlich coole Funktion, die ihr nutzen könnt, wenn ihr zum Beispiel, ja, eure Bücher, die ihr gekauft habt, mit eurer Familie, es muss nicht die Familie sein, es kann auch der Partner, die Partnerin, der Mitbewohner, die Mitbewohnerin sein, wenn ihr diese Bücher eben teilen möchtet. Und ihr könnt da bis zu 5 Personen für euren Haushalt quasi hinzufügen und dann immer auswählen, dieses Buch möchte ich mit dem und dem teilen und dann kann der eben auch darauf zugreifen und auch das Buch lesen. Gerade jetzt finde ich für die Weihnachtszeit echt toll, wenn man irgendwie sagt, so, wir lesen als Familie irgendwie zusammen ein Buch und jeder hat quasi seinen eigenen Account, ne? Das Coole ist halt auch wirklich, dass wenn ihr ein Buch jetzt teilt, dass dann euer Lesestand nicht verloren geht. Also so, ihr bleibt dann natürlich auf der Seite, wo ihr zuletzt aufgehört habt und da verschiebt sich nichts. Ja, so könnt ihr eben gemeinsam Bücher lesen und auch unabhängig voneinander, wenn ihr jetzt ein Buch richtig, richtig gut fandet und zum Beispiel eure Schwester jetzt meint so, oh, ich möchte das Buch auch lesen, dann muss sie sich das eben nicht extra kaufen, sondern dann könnt ihr es einfach mit ihr teilen. Und das Coole ist halt auch, eure Schwester jetzt in dem Falle bräuchte nicht mal einen eigenen E-Reader, sondern es reicht auch zum Beispiel die Tolino-App Smartphone oder auch für ein Tablet, das ist auch vollkommen ausreichend, da kann dann eben auch das Buch drauf gelesen werden, also... Ziemlich, ziemlich coole Funktion, wie ich finde. Ja, und wie gesagt, jetzt gerade irgendwie für Weihnachten, für die besinnliche Zeit, für die Weihnachtsfeiertage, finde ich, ist das eine echt tolle Sache, wenn man irgendwie, ja, sich so abends vielleicht hinsetzt als Familie und dann zusammen liest. Ich glaube, das ist so der Traum der perfekten Familie für mich. Ist es einfach ziemlich cool, finde ich, ja, auch sowas starten zu können und dann eben gemeinsam lesen zu können und Bücher und Lesevergnügen teilen zu können. Ich meine, was gibt es eigentlich Schöneres? Genau, das ist eben die neue Funktion. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, ob ihr das schon nutzt, wie das so bei euch aussieht, ob ihr das nutzen möchtet, wie ihr das generell so findet. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan davon und werde das jetzt auch gleich mal für mich einrichten. Ich habe es nämlich selbst noch gar nicht gemacht, aber werde das dann auch für meine beste Freundin freigeben, die Sarah, die auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne liest und die das dann wahrscheinlich auf ihrer App lesen wird. Ja, ich habe ihr die Tage schon davon erzählt und die war auch ganz begeistert und meinte, sie wird es dann auf jeden Fall auch gut nutzen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So viel auf jeden Fall erstmal dazu mit meinem kleinen neuen Baby hier. Schreibt mir gerne mal, was so eure Ansichten sind, was E-Books oder E-Reader angeht. Also nutzt ihr E-Reader, nutzt ihr E-Books?
Was hat es für euch für Vorteile? Wann benutzt ihr den vielleicht, wenn ihr unterwegs seid, im Zug, Bus, Bahn, also was? Oder bevorzugt ihr einfach die physischen Bücher, die richtig gedruckten Bücher mehr als E-Books? Kann ich natürlich auch verstehen. Es hat beides so, finde ich, seine Vor- und Nachteile, wie irgendwie gefühlt alles im Leben. Aber ich bin ein großer Fan von eReadern, wie gesagt, auch gerade durch die Zeit in Neuseeland. Benutze das dadurch auch ziemlich, ziemlich häufig und auch gerade irgendwie abends im Bett. Wenn ich kein Licht mehr anmachen möchte, dann ist das natürlich auch eine gute Wahl, dann einfach mit dem Leselicht hier zu lesen, meine Bücher. Und ja, ich werde mich jetzt gleich mal hinsetzen und hier in Die Nanny weiterlesen. Hier haben wir es, weil ich da wirklich gespannt bin, wie es weitergeht. Und ja, es, wie gesagt, sehr, sehr spannend auch angefangen hat. Bin ich auf jeden Fall mal neugierig, wie die Geschichte so weitergeht. Genau, und das soll es auf jeden Fall für dieses Video gewesen sein. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Schreibt mir sehr, sehr gerne alles, was euch zum Thema E-Books, E-Reader so einfällt. Und lasst uns gerne ein bisschen darüber diskutieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ja, fühlt euch auf jeden Fall gedrückt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!